Willkommen auf der Mathildenhöhe. Da, das ist der Fünf-Fingerturm auf der Mathildenhöhe. Und ich bin hier in diesem schönen Plätzchen und berichte euch jetzt etwas über Stroh als Baustoff. Strohtheorie Nummer 5 oder so. Also, ich gehe kurz auf Baurecht ein, auf die Zulassung und die ganzen Eigenschaften, die Stroh als Baustoff haben muss, um als Baustoff zugelassen zu werden. Und welche Eigenschaften noch relevant sind, neben den Eigenschaften, die in der Zulassung beschrieben sind. Ihr seht hier einen Auszug aus der Zulassung, das Deckblatt. Und die Zulassung, die ist für mich Gold wert, weil ich als Architekt die Zulassung benötige, um das Material verbauen zu können. Jedes Material, jedes Fenster, jeder Baustoff, jeder Dachziegel, jedes Element, was in einem Haus verbaut wird, hat einen Nachweis in Form eines Zertifikats, wo drin steht, welche Bauteileigenschaften es hat. Dasselbe gibt es für Baustroh auch, das ist analog zum Holz zum Beispiel. Der Baustoff, der kommt vom Bauern in dem Fall, vom Feld, wird geerntet, die Strohballen, die werden untersucht. Gibt es die Firma Baustroh, die machen das. Die kommen vorbei und messen zum Beispiel die Rohdichte, die Feuchtigkeit und geben das Baustroh, was geerntet wurde, frei. Das heißt, die machen Stichproben und sagen, okay, die Ballen, die da geerntet worden sind, sind freigegeben und als Baustoff zugelassen, kriegen einen Stempel und das Zertifikat. Und damit kann ich als Architekt und der Bauherr sicher gehen, dass alle Kriterien eingehalten wurden. Das hieß vorher allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und ist jetzt die Euronorm, ETA, European Technical Assessment. Kann jetzt jedes europäische Land diese Zulassung nehmen und damit bauen und dem ist anerkannt, weil es ja eine europäische Zulassung ist. Das heißt umgekehrt, wenn ein anderes Land eine Zulassung hat für andere Bauweisen, als wir sie in Deutschland haben, und das ein europäisches Zertifikat ist, dann können wir damit bauen. Das ist großartig, das erleichtert einige Dinge. Ja? Also für mich ist das ein gutes und wichtiges Dokument, in dem unter anderem auch die Rohdichte beschrieben wird. Die Rohdichte beschreibt die Komprimierung, die ein Strohballen hat. Denn die liegt zwischen 85 und 110 im eingebauten Zustand. Das heißt, wenn man irgendwo bei 90 oder 100 ist, hat man eigentlich einen guten Wert, mit dem man arbeiten kann. Der Ballen an sich, wenn er vom Feld kommt, sollte also schon in dieser Range liegen, im Idealfall. Dann kriegt er die Zulassung und der darf auch im eingebauten Zustand nicht lockerer oder fester eingebaut werden. Und das erreicht man eben mit dieser Komprimierung. In dem Fall waren die Ballen so locker, dass wir noch ein bisschen nachhelfen mussten, weil die LKW-Spanngurte nicht gereicht haben, um das zu pressen. Da muss man einmal wie Sirabiata da mit so einer LKW-Wagenheber nachhelfen. Der zweite Hauptpunkt in der Zulassung ist die Feuchte. Die Feuchte darf nicht über 18 Masseprozent sein. Da gibt es diese Messelemente, wie man sie da sieht. Das rammt man da rein und dann sieht man, wie feucht er ist. Und wenn er feuchter ist als 18 Masseprozent, dann verwendet man den einfach nicht. Das Thema Feuchtigkeit, das betrifft alle Prozesse von der Ernte bis zum fertigen eingebauten Produkt, das sollte niemals feucht werden, das Stroh. Das heißt, wenn der Bauer es verpennt, das rechtzeitig zu ernten und das nass wird, erst wieder trocknen lassen und dann erst pressen. Genauso auf der Baustelle, man sollte immer sicherstellen, dass das Stroh auf der Baustelle nicht feucht wird und wo es gelagert wird, das sollte auch immer abgedeckt sein. Diese Wand hier zum Beispiel, die sieht schön aus, eine schöne Strohwand, aber wenn die da jetzt ein paar Wochen so steht, dann würde ich die Ballen nicht mehr benutzen. Zumindest nicht die obersten, weil die dann schön vollgesogen sind. Ne? Hier sieht man mal, wie das kann auch anders aussehen, aber auf der Baustelle war es ganz schön gelöst. Die hatten zum einen schon die Dachkonstruktion gestellt, weil es ein Holzbau war und das Stroh nur als Dämmmaterial eingebaut wurde
und haben an der Regenseite halt nochmal so eine Plane auf die ganze Länge gemacht. Und wenn es da halt regnet, dann kann man die einfach runterlassen und dann hat er seine Ruhe. Jetzt wird es ein bisschen spezieller. Wir haben hier die Tabelle in der Zulassung, die sagt, welche Bauteilaufbauten für eine strohgedämmte Wand zugelassen sind. Und je nachdem, ob das Bauteil in dieser Tabelle abgebildet werden kann, ist es ein zugelassener Bauteilaufbau. Das heißt, wenn man einen Bauteilaufbau hat, guckt man in die Tabelle rein, prüft die Werte, sind die Werte innerhalb der Tabelle, muss man keine weiteren Berechnungen angehen, was Kondenswasserausfall in der Wand zum Beispiel angeht. Der Brandschutz der Wand wird gewährleistet durch die Rohdichte, durch die Komprimierung des Strohs und dem Aufbringen des Lehms. Die Lehmschicht ist der Brandschutz zusammen mit der Rohdichte. Wir können laut Zulassung F30 Bauteile damit erreichen. Das heißt, das Bauteil kann 30 Minuten dem Feuer standhalten. Es gibt auch schon Tests, je nachdem wie dick die Lehmschicht ist, dass die Wände deutlich länger stehen bleiben. Also es ist bis F90, glaube ich, sogar getestet worden, aber es ist noch nicht Bestandteil der Zulassung. Also Strohwände können F30 laut Zulassung eingebaut werden. Ich habe das Ganze mal in den U-Wert-Rechner eingegeben. Da ist auch schon uwert.net, da kann jeder raufgehen, das mal checken. Da ist sogar Baustroh als Material auch schon hinterlegt. Da fällt auf, dass der Lambda-Wert zum Beispiel nicht ganz stimmt. Der ist nämlich hier mit 0,049 Watt pro Meter Kelvin angegeben und laut Zulassung kann man aber nur mit einem Rechenwert von 0,052 gerechnet werden. Und dann kommen wir trotzdem noch auf einen U-Wert von 0,14 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Und damit kann man Passivhausstandard erreichen, wenn man das möchte. Hier fällt auf, dass wir Tauwasserausfall in der Wand haben, aber da die Berechnung, die im U-Wert-Rechner hinterlegt ist, auf dem Glaser-Verfahren basiert und das nicht die tatsächlichen Materialeigenschaften wiedergibt, kann man das hier vernachlässigen. Wie gesagt, bei der Tabelle, die ich euch davor gezeigt habe, wenn ihr da die Werte erfüllt und das Bauteil in Werten der Tabelle ist, dann kann man davon ausgehen, dass das funktioniert. Das gibt zum Beispiel das WUFI. Mit WUFI kann man nachweisen, wo die Feuchtigkeit, ob Feuchtigkeit im Bauteil anfällt und da werden mehr Parameter berücksichtigt, Bauteileigenschaften und wie die Materialeigenschaft ist, die Speicherfähigkeit und was weiß ich was alles. Das ist jetzt nicht mehr Bestandteil von der Zertifizierung, aber es wird immer nach der Beständigkeit von Strohballenhäusern gefragt. Das ist jetzt ein Beispiel aus Frankreich, das wurde 1921 gebaut. Das steht schon eine Ecke. 100 Jahre, das kann sich schon sehen lassen, finde ich. Es gibt auch noch ältere Beispiele, vor allem in Amerika. Die sind deutlich älter. Die habe ich aber alle nicht selber gesehen oder weiß auch nicht. Ja, die halten auf jeden Fall die Häuser. Ne? Ich meine, wenn ihr euch die Fachwerkhäuser anguckt, die wir hier rumstehen haben, die sind auch ein paar hundert Jahre alt und funktionieren noch. Ne? Und da ist auch Lehm und Stroh in den Gefachen drin. Da würde ich mir also jetzt nicht so die Sorgen machen. Was auch immer wieder kommt, ist Stauballergie. Wenn das Stroh in der Wand eingebaut ist und die Wand verputzt ist, dann sind da eigentlich keine Staub und irgendwelche Gräser mehr enthalten, die in die Luft rein können. Ich würde aber trotzdem eben empfehlen, der irgendwie da ein Problem hat und sich ein Strohhaus überlegt anzuschaffen, der kann ja mal eine Nacht in so einem Strohhotel übernachten oder so. Ja? Dann wird man ja merken, ob das gut tut oder nicht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die Materialien keine Schadstoffe haben und die Raumluftqualität prinzipiell besser ist, zumal Lehm als Innenputz in der Lage ist, Feuchtigkeit aufzunehmen und in der Regel sagt man, dass die Raumluftqualität besser ist. Zumal im Vergleich zu konventionellen Bau die Schadstoffbelastung deutlich geringer ist. Also so gut wie keine auftritt. Mäuse und Insekten. Ich habe noch nie eine Maus auf einer Baustelle gesehen.
und Tiere etc. ist nicht so das entscheidende Kriterium. Wir haben mal eine Baustelle gehabt, da wurden die Strohballen unterm Kirschbaum gelagert. Die waren zwar abgedeckt, aber die Kirschen sind runtergefallen auf die Folie und da war der Teufel los. Da hat alles gekrabbelt, was man sich hier vorstellen kann. Das war ja ein Festmahl für die Insekten und Tiere. Und der ein oder andere Strohballen, da ist auch schon mal so ein Ohrbeißer oder wie heißen die mit diesen Zangen oder mal so eine Kellerassel oder sowas, hat man da schon mal gesehen. Aber wenn man so einen Ballen mal hochnimmt und man sieht, okay, da sind jetzt irgendwie zwei Tierchen drauf, dann legt man ihn halt mal zur Seite und beobachtet das. Oder wenn man Angst hat, dass da irgendwie noch mehr Viecher drin sind, macht man den mal auf und guckt, was ist da denn. Man wird feststellen, dass die eigentlich, erstens, wenn man den Ballen bewegt, dann hauen die ja ab. Das heißt, bevor der Ballen eingebaut wird, wird er so oft bewegt und geklopft und von da A nach B getragen. Die hauen ab, die Viecher. Bis das verputzt ist, die haben schon längst das Weite gesucht. Und wenn man da irgendwie Sorgen hat, wenn man mal so einen Ballen sieht und da ist irgendwie so ein, irgendwas krabbelt da rum und man Angst hat, dann baut man den halt nicht ein. Ganz einfach. Und Mäuse, ach, das ist eher so ein Angstthema. Also mir ist das nicht bekannt, dass Mäuse in Baustrohballen, in fertigen Wänden sich einnisten. Da ist ja auch nichts mehr. Die paar Körner, die da noch drin sind. Also wenn Mäuse sind immer da, wo irgendwo Hohlräume sind, in irgendwelche abgehängten Decken, in alten Fachwerkhäusern, wenn es doppelte Wände sind, wenn es hohle Wände sind, wenn es irgendwelche Vorwände sind, da rennen die rum. Eine Strohwand, die ist presst, die ist dicht und auf die dichte Strohwand kommt der Putz drauf. So. Da sind keine Hohlräume. Dann musst du ja erstmal durch den Lehmputz durch. Wieso sollte die das machen? Also, keine Ahnung. Ich kann mich da jetzt aber auch nur auf die Fassbar beziehen, die sagt, ein strohbauspezifisches Mäuseproblem gibt es nach aller Erfahrung nicht. Dem würde ich mich anschließen. Ich bin der Überzeugung, das ist ein angstgeprägtes Thema und entspricht nicht der Realität. Ja. Wer Angst vor Mäusen hat, der sollte am besten gar nicht bauen. Weißt du, ja, ach, egal. Okay, wo hänge ich mein Regal auf? Auch lustig, gute Frage, weil im Stroh, wie geht es? Eigentlich ganz einfach, weil wenn wir Holzbau als tragende Konstruktion haben, dann können wir die Holzständer als Befestigungselement nehmen. Wenn wir Küchenregale aufhängen wollen, dann nehmen wir einfach eine Holzplatte und verstärken an der Stelle mit einer Holzplatte die Holzkonstruktion. Und dann kann man da ganz normal reinbohren und seine Regale aufhängen. Beim Lastrangenbauen haben wir natürlich diese Holzständer nicht. Da gibt es dann, also wir reden von schweren Gegenständen. Ne? So ein Bild, Rahmen oder sowas kann man da schon mal in den Putz reinbohren. Das reicht, um das Bild aufzuhängen. Aber so schwere Elemente wie Küchen, Hängeschränke etc. Da gibt es eh meistens eine Vorwand. Entweder man nimmt eine Vorwand und hängt die Elemente an der Vorwand auf oder man haut in die Strohballenwand irgendwelche Dübel rein, irgendwelche Holzflöcke und nimmt die Holzflöcke als Aufhängeelement. Gibt es verschiedene Ausführungen, kann man kreativ werden, wenn man das mal googelt. Ja, dann sind wir da schon durch. Das war jetzt ein bisschen trocken. Bisschen trockenes Thema. Das Ganze von der Mercedes Höhe in Darmstadt. Und jetzt lass uns mal eine Runde Pool spielen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sportart für mich. So. Ich glaube, ich fange an Pool zu spielen. Komme ich hier jeden Samstag hoch. Ach, Samstag. Jeden Tag treffe hier meine Pool-Jungs. Pichel mich ein bisschen mit Apple dazu. Und das ist doch nett. Wirklich nett.